Aber du hast nun mal einen engen Bezug zum Motorradsport erst recht, aber auch zum Automobilsport. Deswegen thematisch mache ich einen Sprung in unsere Jetztzeit 2017 Elektromobilität. Es gibt mittlerweile elektrisch angetriebene Motorräder, es gibt elektrisch angetriebene Automobile, zum Beispiel die Formel-E-Meisterschaft des Automobilweltverbandes FIA. Welchen Eindruck hast du von der Elektromobilität im Rennsport und wie bewertest du die Entwicklungsmöglichkeiten? Also die Entwicklungsmöglichkeiten bewerte ich vom jetzigen Stand aus nicht so hochinteressant, wie die Entwicklungsmöglichkeiten im normalen Straßenverkehr, weil es einfach aus Umweltgründen viel, viel besser ist als die Verbrennungsmotor. Verbrennungsmotoren egal, mit Diesel oder Benzin, ganz egal. Und auch die Kombination mit den Hybridfahrzeugen ist, finde ich, sehr gut, weil die auch sehr viel sparsamer sind und weil das alles, was eben weniger CO-Ausstoß mit sich bringt, positiv zu bewerten ist. Aber im Rennsport, glaube ich, ist es einfach nicht so faszinierend, weil wenn ein Zehnzylinder mit 14.000 Umdrehungen brüllt, dann ist das schon, sage ich mal, ein Genuss für das Ohr und das kann man mit einem Elektrofahrzeug nicht herbeiführen. Geschwindigkeit ist das eine, Sound von Motoren ist das andere. Gehört es für dich untrennbar auch heute im Jahr 2017 zum Motorsport dazu? Ich kenne es nicht anders, deswegen gehört es für mich dazu, aber kann sein, dass die neue Generation, die jetzt ja, mit diesen Fahrzeugen aufwächst und mit den Geräuscharmen öfters zu tun hat, dass die das anders sehen. Das kann schon möglich sein. Also für mich ist das auf jeden Fall, gehört das zusammen. Sound und Speed gehört zusammen.